Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 2 von Astronier in der Staffel Nummer 2. Wir mussten ja neu anfangen, weil ich betriebssystemmäßig irgendwelche Probleme hatte und naja, wir sind jetzt wieder da und letztes Mal krass knapp überlebt, fast erstickt. Bin in ein Loch gefallen, habe Schwierigkeiten gehabt, da rauszukommen, aber das haben wir alles hingekriegt. Jetzt würde ich sagen, gucken wir dann weiter, was wir da machen müssen. Wir hatten, glaube ich, Gemisch da rausgeholt, was wir brauchten und jetzt müssen wir mit dem Gemisch weiterkommen. Ne? Nach dem Intro schauen wir uns das dann an. Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier machen müssen. Erstmal mit F da raus und dann hatten wir was geholt. Aufgabe, weiß ich nicht mehr, was war. Bereitstellung. Das flackert immer noch. Tja. Warum das hier flackert, bin ich mir noch nicht sicher. Der Mordok hat auch geschrieben, dass ich irgendwie die Beleuchtung hier im Spiel nicht richtig habe. Beim Settings übernehmen was schiefgelaufen, meinte er. Ja, vielleicht ist das auch. So, wir haben den Sauerstoffmacher erforscht. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir daraus machen können, ne? Wir haben hier eine Plattform. Zwei Plattformen gekriegt. Und das ist der Sauerstoffmacher, ne? Ne, mittelgroßes Lager ist das, okay. Ich dachte, wir hätten jetzt den Dingen Sauerstoffmacher gekriegt. Komisch. Aber nicht schlimm, lass uns mal alles auspacken erstmal. So, der ganze Spaß hat Strom. Vielleicht sollten wir diesmal schon von Anfang an. Ne, machen wir nicht. Wir bauen erstmal hier so ein bisschen unser System aus. Wo gehen wir hin damit? Einfach hier irgendwo, ne, oder? Reicht das von der Verbindung her? Ich will es hoffen. Ja, sieht gut aus. Ich mache einfach das Lager da jetzt mal drauf. Wo ist die zweite Plattform? Da. Die mache ich mal einfach hier so hin. Lauf da mal gerade rüber. Und schließe das mal gerade an. So, da haben wir das auf jeden Fall gesichert. Hier können wir mit F erweitern. Das war dann platt. Dann sieht man vielleicht mehr da drauf. Machen wir mal so. Gehen wir wieder hier hin. Schauen da nochmal rein. Und zwar aufdrucken. Drucke mittleren Drucker. Baue mittleren Drucker in Plattform ein. Okay, aktivieren wir. Jetzt muss ich... Oh, das war ein bisschen schnell gedreht, ne? Muss ich hier hin wahrscheinlich. Kleiner Kanister. Arbeitslicht, mittelgroßer Drucker. War das ein mittelgroßer Drucker, den ich jetzt drucken soll? Ist auch egal, wir machen ihn. Okay, das können wir erstmal verlassen. Da ist der mittelgroße Drucker jetzt. Den können wir jetzt erstmal auspacken. Und den packen wir da drauf. Und Aufgabe ist dann erfüllt, ne? So, das bedeutet, wir gehen da hinten wieder hin. Nee, da nicht. Das war früher mal da vielleicht. So, mittelgroßen Drucker haben wir gedruckt. Was kriegen wir für eine Bonus? Schmelzend heiß. Okay. Entsperrung, Drucke, Schmelzung, veredel Laterit zu Aluminium. Ist nur die Frage, wann wir Laterit kriegen, ne? So, das Flackern, wie gesagt, ist immer noch da. Ja, mach mal groß. So, das ist schon eine schöne Plattform. Ah, dieses können wir jetzt dann da anschließen. Kabelstecker. Reicht nicht nach da, wa? Shit. Das heißt, das muss weiter nach da.
Gut, dann nehmen wir den Kabelstecker diesmal von da und binden den nach da an und dann passt's. Okay, das heißt, was sollten wir jetzt noch machen? Noch mal gucken. Wir brauchen jetzt Entsperrer, Drucke, Schmelzofen. Okay, dann werden wir das als erstes machen. Das war falsch. Das ist richtig. Verpacker? Nee. Ich glaube, da sind wir noch nicht richtig. Geh mal zum Drucker hier hin. Und dann müssen wir da wahrscheinlich weiterarbeiten, ne? Großer Forschungskammer, Exo-Auftragsplattform, große Plattform. Okay. Ist jetzt nicht das drin, was ich oft habe. Forschungskammer. Ist aber auf jeden Fall gut. War das unsere Aufgabe? Nee, da nicht. Gehen wir mal da hinten hin nochmal. Was war auf? Schmelzenteil, Entsperrung, Drucke, Schmelzofen. Aber das war ja gar nicht unsere Aufgabe. Die Forschungsplattform ist auf jeden Fall das Wichtige. Drucke und verwende Forschungskammer. So. Das ist wichtig. Das läuft nämlich gerade. Gucken wir hier nochmal rein. Mittelgroßer Drucker, Gemisch. Sauerstoffmacher, mittelgroße Plattform, mittelgroßes Lager, Roversitz. Kleiner Kanister, Arbeitslicht, mittelgroßer Drucker. Jetzt brauchen wir Arbeitslicht, brauchen wir Kupfer für. Okay, haben wir nicht. Ja, die Forschungsplattform läuft erstmal. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Haben wir hier was Besonderes? Schutt. Autoarm. Ich glaube, den kann ich jetzt nur so tragen, ne? Den bringen wir erstmal zurück. Der sieht so aus, als ob wir den gebrauchen können, ne? Irgendwo war es da nachher ein Auftrag, glaubt, den wir da kriegten, oder? Ich wollte den einfach nur hier hinlegen. Jetzt müsste man nur wissen, wie man den hinlegt. So, passt erstmal. Aber wenn da ein Teil schon drin ist, ne? Oh, stopp, warte mal, da ist ja noch so ein Behältnis. Den haben wir gar nicht mitgenommen. Der liegt da ja noch. Zum Erdeaufnehmen war der, ne, oder? So, kleinen Kanister haben wir. Forschungsstation hatten wir da jetzt gebaut. Und ja, mach die erstmal fertig. Wo ist die Plattform dafür? Da. Einfach nur mal loslassen, das Ding, ne? Wo ist denn mein Cursor? Da. Ne, ich wollte den da schon hinsetzen. Und dann wollte ich den auch gerne bauen. Für die Wissenschaft. Fertig. Und den bauen wir da drauf. Und dann steht da untersuchen. Drücke Taste. Forschung zu starten. Okay, da ist jetzt nichts zu drücken. Dafür brauchen wir ja erst die Forschungsklamotten, aber wir können ja jetzt hier erstmal wieder abholen. Schauen wir mal gerade rein. Für die Wissenschaft können wir abholen. Schmelzend heiß ist dann doch die nächste Aufgabe, ne? Entnimm einen Byte jetzt das nächste sein wird. Finde auf eine Forschungsproben.
Umrüsten. Okay, das machen wir erstmal alles nicht. Wir machen erstmal jetzt Forschungsprobe. Ich bin auch gerade eben an so einem Ding vorbeigelaufen, oder? Jetzt kommt die Sonne hoch. Da war es, da war das Teil. Das war doch hier ein Forschungsgegenstand, ne? Genau. Laufen wir mit dem Ding erstmal zurück. So, da rein. Und untersuchen. Ja, warum macht er das jetzt nicht? Jetzt macht das. Okay, passt. So, der ist am Laufen und wir gehen nochmal da reingucken, weil da war ja noch mehr. Vielleicht finden wir noch was Brauchbares. Da unter der Decke war noch was. Ist nur eine Forschungsprobe oder was? Die kann ich ja erstmal im Rucksack mitnehmen, ne? Da oben ist aber nicht das letzte da gewesen, oder? Schrott. Ist das auch Schrott? Ne, siehst du, das ist nicht Schrott. Okay. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder zum Sauerstoff hin. Macht Sinn, ne? Wenn wir nicht wieder sterben. Aber da war jetzt irgendwie so eine Boosterdüse da, oder was? Was sind das für ein Ding hier? Feststoffsprungbooster, persönliche Fortbewegungsgegenstand, Verbrauchsgegenstand, das beim Starten einen zusätzlichen Schub gibt. Okay. Ist zwar cool, aber brauche ich glaube noch nicht. Das bedeutet für mich, ich packe den mal zum Arm, den wir eben hatten, ne? Rucksack nochmal auf und das Ding da hingelegt. Was war das jetzt hier? Forschungsprobe? Okay, die können wir gleich da reinstecken. Organische Ressource, Harz. Warte mal, da können wir einen Kanister mit basteln. Ein kleiner Generator. Brauchen wir Gemisch. Haben wir nicht Gemisch geholt? Haben wir schon alles aufgebraucht wahrscheinlich, ne? Ja, alles das. Den Sauerstofffilter. Den sollten wir vielleicht machen. Das war ja so eine Lebensrettungsgeschichte noch zum Schluss, ne? Ja. Kleiner Kanister haben wir schon gebaut. Der sitzt hier, ne? Ja, den machen wir mal da oben hin. Und da kam diese Pinne hin. Die müssen wir auch noch bauen. Aber dafür brauchten wir jetzt für die Verbindung brauchen wir was? Gemisch. Okay, das haben wir nicht. Das haben wir erstmal weggelegt. Das ist schon gut. Die Forschungsprobe will ich mal hier mit hinlegen. Warum läuft denn so langsam? Weil wir nicht genug Strom haben wahrscheinlich, ne? Ich glaube, das war es erstmal. Hier ist Erde voll und da ist auch Erde voll. Ey, so viel Erde brauchen wir jetzt gerade, glaube ich, gar nicht, oder? Pack das mal dahin. Gut, drei Kanister haben wir mit. War das so richtig? Okay, dann was haben wir da bekommen erstmal? Leuchtfeuer, okay. Zwei Stück gleich. Gut. Geht erstmal, ne? Wir gehen dahin noch mal gerade gucken. Ob wir noch was finden an diesem abgestürzten Raumschiff oder was es auch immer ist. Das ist nichts, ne? Das ist Schrott, oder? Ja, Schutt. Ich glaube, hier war nichts mehr. Drinne und dahinter ist auch nichts. Was ist das? Was ist das für ein Zeug? Gemisch war das nur, okay, sieht so anders aus.
Wieso haben wir jetzt einen vollen Rucksack mit Sauerstoff? Braucht er jetzt gerade den Sauerstofffilter auf oder was? Ich schätze mal ja, ne? Naja, hier ist das Gemisch auf jeden Fall an der Decke. Dann nehmen wir das Ding noch gerade mit. Kann ich das nicht mitnehmen? Wohl nicht. Also ich kann es mitnehmen, aber wahrscheinlich nur über diesen Weg, ne? Aber das war Schutt, ne? Oder was war das? Warte mal, das kann man da draufpacken. Ah, die Mausdrehung war jetzt ein bisschen schnell, ne? So. Schrott. Ressource zum Tauschen. Okay. Aber das ist nicht so schlimm. Wir müssen gucken, dass wir in der nächsten Folge dann einen Generator bauen, damit wir wieder mehr Strom kriegen. Das ist auf jeden Fall das nächste, was wir machen müssen, damit die Forschung besser läuft. Und dann müssen wir insgesamt noch gucken, wie wir weiterkommen. Ne? Ich muss noch gucken, dass ich diesen Fehler da behebe mit diesem Flackern. Ich weiß aber nicht, ob das nachher irgendwie noch ein Problem gibt mit unserer Aufnahme, dass die verloren geht. Da muss ich schauen, ob ich das exportieren kann, den Spielstand, dass ich den nicht wieder verliere, wie beim letzten Mal. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.